Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge. Und heute habe ich euch wieder zwei Spiele rausgesucht, die von euch gewünscht wurden. Vorweg, wie immer, wenn ihr Wünsche für ein besonders schlechtes oder nerviges Spiel habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut's mal in die Kommentare rein. Ich schreibe mir alles immer auf so eine lange Liste und arbeite das dann irgendwann ab. Und das Spiel hier hat sich der Italy gewünscht. Viele Grüße an dich an dieser Stelle. Und zwar Xena auf den Game Boy Color. In den 90ern habe ich Xena, wie glaubt wahrscheinlich die meisten von euch, sehr gerne geguckt. Ich habe es aber auch jetzt wirklich jahrzehntelang nicht mehr geschaut. Und ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich relativ schlecht gealtert. Ja, und Titus Software hat in 2001 dieses Spiel zu der Serie veröffentlicht. Ich bin etwas verwundert, dass es erst 2001 erschienen ist, ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass da wahrscheinlich so der Xena-Hype so großmäßig durch war. Also für mich ist das immer so ein Phänomen Mitte der 90er bis Ende der 90er. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht war auch da die Lizenz etwas günstiger. Ich weiß es nicht. Und was soll das Spiel schlecht sein? Ja, Titus ist ja leider so für mich so ein bisschen das quasi das LJN der Gameboy-Spiele. Also die haben viele Spiele rausgebracht, aber die meisten sind ja leider nicht so geil. Und wir werden ja gleich begrüßt. Dramatische Musik natürlich. Wir haben hier sogar Spielstände. Okay, wir können hier einen Namen auswählen. Wie immer gehe ich komplett blind in diese Spiele rein. Ich check immer vorher natürlich so ein bisschen, ob die jetzt wirklich, ich sag mal, würdig für diese Serie sind. Also ob die jetzt wirklich einen eher nicht so guten Ruf haben. Ich habe hier über das Spiel gemischte Rezeptionen irgendwie gefunden. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay, scheint eine Art Adventure-Spiel zu sein. Ich bin da etwas verwirrt oder verwundert, ehrlich gesagt. Ich habe eher so ein Action-Plattformer oder sowas irgendwie erwartet. Okay, ein Top-Down. Gut, jupp, das ist Xena. Kann man mit etwas Fantasie erkennen. Ist natürlich die. Oh. Limitierte Farbpalette. Okay, das ist Sumpf. Gut, ich dachte, das wäre Rasen, ehrlich gesagt. Das ist Wasser. Okay. Xena kann gar nicht schwimmen anscheinend. Wissen wir das? Okay, egal ob Sumpf oder Dings. Territorium des Bären, okay. Ich bin mal gespannt. Habe ich irgendein Schwert oder sowas? Was ist das? A-Button ist wahrscheinlich Springen. B-Button ist momentan nichts. Okay. Xena hat keine Waffe. Okay. Finde ich etwas seltsam, ehrlich gesagt. Okay. Hi. Grafisch kann man nicht viel sagen. Der Stil, okay, ich bin jetzt kein Riesenfan davon, ehrlich gesagt. Kannst nicht weiter ohne bewaffnet zu haben. Okay, es sei bei den Parzen findest du einen wertvollen Gegenstand für dein Abenteuer. Okay. Ich muss zu den Parzen. Dann mal gucken, wo die sind. Und wahrscheinlich hier irgendwo, der Sumpf. Jupp. Muss ich hier was. Gibt es hier eine Karte? Nö. Tut mir leid, ihr braucht 5 Diamanten, um eure Heimat zu retten. Okay, ich habe eine Select-Taste gerade gedrückt. Okay. Cool. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Oder muss ich hier über den Sumpf springen? Nee. Okay. Hä? Okay, also in Sumpf kann ich nicht. Oder muss ich hier so überspringen? Ich dachte, ich kann schräg springen. Kann ich natürlich nicht. Okay, ich habe sogar Leben verloren, schon einige. Wir können also nur in einer geraden Linie springen. Okay. Ich stelle mich öfter mal blöd an. Ich will es halt jetzt nur kurz spielen, bis ich mal das Kampfsystem hier kennengelernt habe. Ja, bla bla, komm hier. Ja, ich muss das Schwert suchen. Okay, bla 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 bla. So, ich gehe jetzt hier mal hier und jetzt gehe ich mal nach unten einfach. Weil ich habe das Gefühl, im Sumpf komme ich nicht weiter. Ah, okay. Bin ich jetzt hier bei den Parzen? Abfahrt auf den Stromschnellen. Nee, will ich nicht. Da brauche ich. Also, es scheint sehr abenteuermäßig aufgebaut zu sein. Was ich schon mal einen sehr coolen Ansatz finde, weil. Ah, da ist ein Schwert. Ha!
Es ist da. Was natürlich schon zu der Serie irgendwie passt. Ne? Besser als irgendwie so ein Action-Plattformer. Okay. Also die Dynamik der Kämpfe kommt jetzt nicht rüber, aber es könnte schlimmer sein. Mal gucken, wo ich hier zu meinen ersten Gegner komme. Ja gut, vom Anspielen her ist es bei so einem Spiel natürlich immer schwer zu sagen, ob es gut ist oder nicht. Deswegen, das hier sieht wieder original wie Zelda aus, ne? Mit den Bäumen hier und so weiter. Also da haben sie sich schon im Extrem inspirieren lassen. Das ist der böse Hasen? Nö. Doch, sie verletzt mich. Kennt ihr noch die Folge, wo Xena gegen die Hasen gekämpft hat? Die anscheinend irgendwie auch gar nicht irgendwie zurück angreifen. Boah. Spannend. Ich weiß es natürlich nicht, was hier noch kommt. Aber Ersteindruck ist eigentlich, ist jetzt nicht komplett Mist, aber auch nicht gut. Also ich frage mich, warum hier ein System mit verschiedenen Leben irgendwie ausgewählt wurde. Bin ich nicht so der Fan. Ich weiß nicht, wie gesagt, bei solchen Spielen ist es immer schwer, die einfach nur anzuspielen, weil die natürlich durchaus hoffentlich viel Spieltiefe bieten. Also lieber Italy, komplett Katastrophe finde ich es ehrlich gesagt nicht. Es könnte was sein, aber ich glaube, man muss sich da echt mal so ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten. Bringt irgendwie sonst nichts. Aber dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel. Und das ist Shaq-Fu auf den Game Gear. Das hat sich der liebe Patrick gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen Dank für den Wunsch. Ja, das Spiel ist ja so berühmt-berüchtigt. Das ist ja damals auf so gut wie allen Konsolen der Zeit erschienen und hat, glaube ich, auf keiner Konsole irgendwie einen guten Ruf. Ich habe jetzt hier gerade mal die Game-FAQ-Wertung für die Game Gear-Version irgendwie gecheckt und das ist wirklich 1,5 Sterne. Und das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Und das Spiel an sich ist ja auch so ein ganz kurioses. Denn dieser Shaq, das war ja damals ein berühmter Basketballer. Und der war berühmt und Fighting Games waren bekannt und ja auch beliebt. Und also hat man dann einfach diese beiden Sachen verschmolzen. Obwohl es nämlich keinen Sinn macht. Also diese andere Version, die sehen ja wesentlich noch schön aus. Die Game Gear-Version hat noch nicht mal das, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Ach, wir spielen einfach mal auf Shaq. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass die anderen Versionen irgendwie mehr Kämpfer haben. Wir spielen jetzt hier gegen Shaq. Also gegen uns selber. Oh, also die Grafik, gut, es ist halt der Game Gear. Ne? Was will man erwarten? Steuerung geht eigentlich auch. Es sind natürlich nur zwei Knöpfe. Es wirkt sehr, ich sag mal, verzögert. Also es ist wirklich, als ob ich Steuerung laggen würde. Ich habe jetzt ja gerade auch irgendwie einen Special Move gemacht, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Also ich bin kein Fighting Game Experte. Ne? Leute, die hier schon den Kanal länger schauen, wissen das natürlich. Und deswegen ist das bei mir eher so ein bisschen Button-Gemäsche und aufs Beste hoffen. Meine Strategie ist immer so ein bisschen Springen und Sprungkick irgendwie zu machen und in der Hoffnung, dass das dann irgendwie was bringt. Ja, ich weiß nicht. Also auch hier die Grafik an sich finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also da habe ich schon Schlechteres auf den Game Gear gesehen. Vor allem auch die Farbauswahl geht eigentlich in Ordnung. Nur halt Steuerung. Die ist nicht komplett verzögert, aber so ein ganz bisschen. Wisst ihr? So eine halbe Sekunde eher weniger. Und das verwirrt dann natürlich schon. Okay, es ist jetzt hier so ein kleiner. Ich glaube, da gibt es sogar ein Universum dazu. Ich bin mir gerade irgendwie nicht wirklich sicher. Der Kleine ist ziemlich gut. Oh. Also die Schwierigkeit, die steigt hier aber jetzt gerade extrem. Vor allem, wieso hat der irgendwie eine Waffe, die jetzt irgendwie so lang ist? Dann hat er jetzt eine kleinere Hitbox und eine größere Reichweite. Das ist irgendwie unfair. Habt ihr den Schaden gesehen? Also hier, okay, 1,5 Sterne heißt es bei Game FAQ eigentlich so Komplettausfall. Sehe ich hier nicht. Also das ist natürlich, ne, die anderen Versionen sind natürlich nicht gut. Und das ist natürlich hier so eine Version auf den Game Boy oder auch Game Gear natürlich unterlegen. Ne? Das liegt natürlich schon allein daran, dass ihr nur zwei Buttons habt.
und natürlich so ein Fighting Game davon lebt. Ich sag mal hier, was ich halt damals länger gespielt habe, Street Fighter 2 Turbo, wo ihr halt die sechs Knöpfe habt mit starken Schlag, schwachen Schlag und so weiter. Ne? Das fehlt dir natürlich und deswegen ist das natürlich sehr simpel. Meistens wie hier in dem Fall ein Schlag, ein Tritt. Das beraubt euch natürlich vieler taktischer Optionen. Und gerade so ein Fighting Game, das sind ja nicht nur die Reaktionen, sondern auch wirklich die entsprechende Taktik. Aber fürs Portable, also ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt diese Version jetzt unbedingt spielen wollen würde, aber hätte ich jetzt als, wo ich überlege gerade, hätte ich jetzt als Kind jetzt nur den Game Gear gehabt, hätte ich jetzt diese Version unbedingt haben wollen? Ich glaube auch nicht unbedingt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Problem des Genres auf diesen portablen System, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier gewonnen habe. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit ich hier komme. Okay, jetzt kommt hier so eine Cat Lady. Auch die ist klein. Okay, das kommt auch hin, weil ich glaube, hier der Shaq O'Neal heißt er, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ja, glaube ich, auch in echt so ein irgendwie 2,20 Meter Mensch oder irgend sowas. Keine Ahnung, wie groß der ist. Auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich drei Köpfe größer als ich. Boah, okay. Also, ich würde sagen, die Schwierigkeit steigt sehr, sehr, sehr schnell. Uff, aber okay. Okay. Ach du Scheiße. Also die macht hier einen Special Move nach dem anderen und klatscht mir hier richtig viel Schaden rein. Alter Falter. Aber auch hier, es geht eigentlich. Ich weiß, es ist eigentlich, Retropanda quält sich und ihr wollt natürlich hier sehen, wie ich hier an Spielen verzweifle, weil sie einfach so schlecht sind. Aber auch das, so schlecht finde ich es halt nicht. Man kann sich darauf einlassen, es hat halt diese typischen Probleme des Genres auf dem System. Was richtig mies ist es eigentlich? Also, schon nicht gut. Ich muss es nicht unbedingt haben. Auch nicht unbedingt für meine Sammlung, aber es geht eigentlich. Trotzdem, ihr beiden, vielen Dank für eure Wünsche und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.